So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Rayman Origins. Ich habe total verpeilt, ja, die Bonusparts zu zeigen. Die meisten von euch, sage ich mal, haben schon im Livestream ja mitbekommen, wie ich das live, dieses Bonuslevel gemacht habe. Und es war einfach nur zum Schießen komisch. Und ich habe total Lust, was zu Let's Play. Nur, Leute, es ist einfach der Punkt der ganzen Geschichte, ist, ich habe einfach nichts. Ich habe einfach momentan nichts, wo ich sagen würde, oh ja, das Let's Play ich jetzt. Das wird gemacht, coole Sache. Ja, so viel dazu, deswegen kommt nichts. Ich finde es selber ein bisschen schade. Was heißt ein bisschen? Ich finde es sehr schade, weil ich habe wirklich Lust, was zu machen. Also es liegt nicht an mir. Aber es gibt auch momentan auch wirklich keine Spiele irgendwie, wo ich jetzt sagen würde, oh, die muss ich mir jetzt holen. Außer jetzt im Februar werde ich mir auf jeden Fall die Jack and Dexter Collection kaufen. Auf jeden Fall. Ob ich da aber was Let's Play, weiß ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Jack 3 wieder zocken werde und das live mit euch im Livestream, wer da immer Bock hat. Doing. Wird aber wahrscheinlich auch total, wird wahrscheinlich in einem Livestream direkt durchgezogen. Oder in drei oder so, keine Ahnung, je nachdem, wie ich Lust drauf habe. Und ja, na egal, wir versuchen das hier jetzt nochmal. Also für die Leute, die das schon kennen, wissen, oh mein Gott. Ich denke auch, Leute, kein Scheiß, ich werde das irgendwie schneiden. Bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier wieder 30 Stunden zu failen, wie es im Livestream war. Für alle Leute, die es da mitbekommen haben. Dazu muss man auch sagen, ich habe das Spiel das letzte Mal gespielt im fucking Livestream. Das heißt, es wird grausam werden. Okay, das erste haben wir schon mal recht gut bestanden. Ach genau, jetzt ist ja genau, Freunde. Die meisten werden sich vielleicht daran erinnern, die es im Livestream gesehen haben. Oh, hier darf man gar nicht so fliegen. Wow! Die Mucke haben alle so abgefeiert gehabt. Ey Leute, sieht gar nicht mal. Oh, Freunde. Ah, genau, jetzt kommt ja hier. Ah, da bin ich ja durchgedreht. Ich muss gerade ein bisschen leise sein, weil Leute, Konzentration und... Ah, fuck. Das weiß ich noch. Leute, das weiß ich noch. Da bin ich im Livestream nämlich auch so dermaßen gegengeknallt. Und hier muss ich auch nochmal was probieren. Ja, genau, es geht auch mit der Sprungtaste. Okay, gut. Aber ich bin allein schon sehr überrascht. Okay, ja. Ich hätte einfach mal die Fresse. Oh, ey, guck mal, schaffe ich das auch so? Natürlich nicht. Nein, Globox. Oh! Okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin überrascht, wie gut ich aber am Anfang jetzt hier wirklich durchgekommen bin. Denn als ich das erste Mal gezockt habe, das hat gedauert. Das hat ordentlich gedauert. Bis ich das mal... Ich muss nämlich recht früh, genau, so. Oh Leute, ihr seht, ey, das ist asozial vom Allerfeinsten. Aber hier kam... Ich glaube, hier kam der Checkpoint. Oh, das sieht gut aus. Ah, nein, nein. Nein, wieso? Oh, Spit, wieso hältst du nicht einfach die Fresse? Es gibt's nicht. Es war so perfekt, ey. Hier war ich eben zu schnell, glaube ich. So. Ey, nicht schlecht. Ey, ich habe wirklich seitdem nicht mehr gespielt. Dafür bin ich jetzt echt gerade... Oh, wie lange ging das denn noch, Leute? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe es wirklich vergessen schon wieder. Ich habe es... Warte, und hier musste man... Ja, genau. Ich wusste es doch noch. Oh, genau, und hier muss... Oh, fuck. Nein! Und da hab ich mich wieder verarschen lassen. Da hat er mich wieder dran gekriegt mit dieser Drecksaktion. So, rüber, zack. Bamsen. Runde.
zack, bams, zack, runter, zack, hoch und bamsen und tschüss und weiter und datzen und datz und so. Und hier musste man nämlich einfach so weiter. Nein! Globox, warum hast du dich... Ey, das war jetzt wirklich... Also Leute, das könnt ihr jetzt mir schon mal nicht in die Schuhe schieben, ja? Er hat sich festgehalten. Das sollte er überhaupt gar nicht tun. Er sollte einfach springen. Ach Leute, das war ein Theater hier, ey. Aber das Schlimmste... Oh, das Schlimmste kommt ja noch, ey. Weil ich hab... Ernsthaft, Leute. Das hier kann man ja sagen, ist hauptsächlich jetzt hier wieder Geschicklichkeit. Aber ich hab, glaube ich, echt schon wieder verrafft, wie der Boss ging. Und das ist natürlich nicht so doll. Das Maul. Na! Genau dasselbe ist auch im Livestream passiert, das weiß ich noch. Och, ne. Oh nein, ey, bitte. Oh. Genau das ist auch im Livestream passiert, da bin ich mir so jetzt zu 100% sicher. Dass ich dann auf die jumpen wollte, weil ich gedacht habe, man schafft es sonst nicht. Und dann irgendwie einfach mal daneben gesprungen. Nein! Jetzt hab ich... Ey, scheiße. Verdammt, ey. Och, jetzt bin ich schon wieder... Nee, jetzt bin ich schon wieder raus aus dem Flow. Oh. Scheiße, ey, Leute. Das ist echt rotzschwer. Nee, an sich nicht. Man muss sich einfach nur merken, was abgeht. Aber irgendwie... Hat mein Gehirn da nicht so Lust zu, glaube ich. Boah, Globox, ey, wieso... Oh, wie mache ich es jetzt? Riskiere ich es ohne die Frau? Ich müsste es eigentlich so schaffen. Ja. Oh, das ist... Oh, das ist echt fies, Leute. Das ist wirklich fies. Aber wie lange haben wir denn schon aufgenommen? 7 Minuten, okay. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Oh, ich habe doch keine Lust mehr. Das hier habe ich ja total verdrängt. Das habe ich total verdrängt. Das war diese Aktion, die ich zum Schluss nur durch Glück hinbekommen habe. Kein Scheiß. Und ich habe nicht gerafft, wie ich es gemacht habe. Okay. Ey, hier war eine Anspannung im Livestream. Ich meine, die ist jetzt auch da, aber... Ja, und jetzt kommt da oben... Ja, genau, ist klar. Ja, natürlich, natürlich. Nein, nein, ich hätte... Aber war hier nicht schon der Checkpoint? Genau. Genau. Und hier war... Genau. Und hier war das, was ich... Oh, ich schnall schon wieder nicht mehr. Das habe ich die ganze Zeit, Leute. Ich gebe es ja zu. Ich habe mich da durchgeglitscht irgendwie, aber so merkwürdig. Wie habe ich denn das? Ich mache es jetzt einfach mal. Okay, ich bin zwar gesprungen, aber was soll's? Ich gehe jetzt einfach mal hier rüber. Und mache das mal ansatzweise. Genau, hier bin ich dann irgendwie gesprungen. Ja, ey, so guck. Ey, keine Ahnung, was ich jetzt schon wieder gemacht habe, ey. Ey, es ist... Ich konnte mich hier irgendwie durchmogeln. Oh, ich habe keinen Bock, das jetzt zu probieren. Ja, genau. Irgendwie so. Dann hat mich das aber nicht erwischt. Dann habe ich mich ja so durchgemogelt. Dann haben wir uns noch alle voll weggeschmissen. Irgendwie so macht man es anscheinend. Keine Ahnung. Da darf man nicht springen. Na, na, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh! Alter, war das knapp. Okay, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Wir sind da an unserem Ziel. Und jetzt kommt die lustige Geschichte, dass ich nicht mehr weiß, wie es geht. Erst muss man diesem komischen... Na, genau. Oh. Ja, das war falsch. Und genau wie im Livestream ist der Fail der ganzen Geschichte mal wieder, dass ich kein Herz habe.
Naja. Globox, ey, du machst das, Mann. So, und ich glaube jetzt... War das das, wo man schon hier rüber musste? Tatsächlich. Okay, ich dachte, das wäre später... Oh, habt ihr gesehen? Jetzt mal, Leute, kein Scheiß. Habt ihr gesehen, wie schnell das wegging? Das ist echt ultra fies gemacht. Okay, der hat noch gezählt. Jetzt. Bam, 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 bam. So. Ach, scheiße. Nein. Und das Lustige ist halt, man darf dann immer die ganze Aktion wieder von vorne machen. Naja. Okay, let's go. Einmal rüber. Dann da runter und bamsen. So. Noch recht gechillt. Chab bamsen, die Augen kaputt machen. Alles wunderbar. Und dann ist jetzt irgendwie mit dem Arm hier hochgegangen. Und jetzt... Oh, wie geht das nochmal? Nein, 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 komm hoch, komm hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, und jetzt musste man irgendwo... Nein, es war falsch. Es war richtig. Scheiße, ey. Oh, fuck, ey. Ich hasse diesen Endgegner. Okay. Ja, genau. Ich hab die von der Seite berührt und schmier ab, ey. Zähl mir doch nichts. Und auf ein neues. Wenn ich wenigstens ein Herz hätte, Mann, ey, dann wäre das so gechillt. Oh ja, genau. Das geht so rotzschnell weg, ey. Der Witz ist ja auch, selbst wenn das Ding weg ist, muss man es noch treffen. Und es geht dann auch noch. Das ist sehr lustig irgendwie. Och, ey, man ist viel zu lange in der Luft. Und diese Haare auf diesen Armen, das sieht auch sehr lustig aus. Egal. Ich meine, an sich ist der Boss wirklich cool, weil er rotzschwer ist. Das muss man echt dazu sagen. Ey, das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Wahrscheinlich mache ich auch irgendwas falsch. Das kann auch sein. Aber eben ging's doch auch die ganze Zeit. So, einfach ein bisschen schneller rennen. So, im Notfall, Leute, werde ich das einfach cutten. So. Oh, das kommt ja auch noch einmal. Zack, nochmal. Yes! Oh, das war's schon? War doch nur zweimal. Ich dachte, man hätte den dreimal killen müssen. So, so sieht sie eigentlich aus. Coole Sache. Alter, innerhalb von einem Part. Bam! Ich bin so der King. Ja, Freunde. Das war das sogenannte Bonuskapitel von Rayman Origins. Das war der richtige letzte Boss. Jetzt habt ihr den auch mal gesehen, für alle, die den Livestream verpasst hatten. Und hier kann man sogar alles kaputt machen. Sehr lustig. Und es gibt sogar irgendwie Lumps. Ist natürlich auch lustig. Vielleicht ist hier auch noch irgendwas versteckt, was ich nicht glaube. Aber man weiß es nicht, kann schon sein. Keine Ahnung. Ja, Freunde, jetzt ist das Projekt endlich vollständig beendet. Und, ja, was halt demnächst kommt, ist die Frage, ne? Hoffentlich gibt's im Store irgendwas Cooles, bald mal wieder. Dass ich da vielleicht irgendwas machen kann oder so. Ich würde ja auch ein PS1-Game oder so zocken, aber... wird mir auch nichts Lustiges einfallen.
Man weiß es nicht, man weiß nicht. Leute, ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Und ja, jetzt bin ich schon über der Zeit drüber, was an sich eigentlich egal ist. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, ist Raymond jetzt endgültig abgehakt. Ja. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Projekt. Und ich meine, dann hättet ihr es nicht geguckt, wenn es blöd gewesen wäre. Ist ja auch egal, Freunde. Ich verabschiede mich jetzt mit Rayman Origin. Es ist Geschichte. Yeah. Endlich. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Let's Shows, Let's Demos, Let's Play, Let's Abspack. Weiß ich nicht was. Auch demnächst jetzt mal bei Jan wieder gucken, denn da wird es wieder ein lustiges GTA-Abspack geben. Und das wird auch sehr cool werden. Gut, Leute, bis dahin, euer Spitfire. Tschüss.